jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Ja. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Bruder Herz, ist es zu viel verlangt, die Musik abzuschalten? Ist es, leider. Scherzkeks, mach die Musik leiser, ich kann mich so nicht konzentrieren. Entschuldige mal, wie oft hast du mich bitte schon mit deiner Musik abgelenkt? Wovon denn abgelenkt? Das Schwierigste, was du jemals getan hast, war dich am Bauchkratzen. Hallo? Bauchkratzen erfordert höchste Konzentration, Disziplin und jahrelange Übung. Hör mal zu, Herr. Ich kratze meinen Bauch mit jahrelanger Übung. Ich stecke bis zum Hals in der Arbeit und kann mich bei der Musik nicht konzentrieren. Ja, ja, ist in Ordnung. Weißt du was? Ich gehe in mein Zimmer. Nicht, dass dich meine Atemgeräusche auch noch stören. Braver Junge, hab ich endlich meine Ruhe. Ich möchte mal wissen, wie der bei so einem Krach seine Fingernägel lackiert. Oh, nicht von dieser Welt. Oh, hopp, komm her. Oh, wahre Liebe. Ich bin dran, oder? Oh, oh, wie romantisch. Oh. Ich liebe sie. Du, Marianne, Schatz, könntest du mir bitte etwas von diesem köstlichen Eistee reichen? Hm? Molly, Schätzchen, könntest du deinem Papa bitte etwas von diesem köstlichen Eistee reichen? Papa, könntest du mir bitte meine Hausschuhe unter dem Sofa reichen, damit ich zum Tisch gehen kann, um dir ein Glas Eistee zu reichen? Aber Molly, Schätzchen, es ist noch nicht mal ein Schritt bis zum Eistee. Über die kalten Dielen. Ich könnte mich erkälten, Papa. Man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt's, Mama? Da muss ich meiner Tochter recht geben. Aber hier rennt doch sonst auch jeder in Socken durch die Wohnung. Außer Mama, die mit ihren Stöckelschuhen immer das Parkett verkratzt. Also da muss ich meiner Tochter recht geben. Also hör mal, wenn hier jemand das Parkett versaut, dann bist es ja wohl du, wenn du vom Rasenmähen den halben englischen Garten durch die Wohnung trägst. Ah ja, entschuldige. Ja, erst letzte Woche konnte ich deine Spuren bis zum Kühlschrank und zurückverfolgen. Ich habe schon überlegt, ob ich eine Fährtenleserschule aufmache. Was du für Indianer. Gut, das eine Mal vielleicht. Ja, aber du schonst unser Parkett auch nicht gerade mit deinen Stöckelschuhen. Also ich bitte dich, unser Parkett ist eiche Natur. Das wird es ja wohl aushalten. Außerdem, welche Frau lässt sich von ihrem Parkett vorschreiben, was sie anzuziehen hat. Stimmt's, Molly? Absolut, Mama. Aber Marianne, Schatz. Papa, wo du gerade am Tisch stehst, könntest du mir bitte ein Glas Eistee reichen? Oder sicher doch. Puh. Oh Mann, Uli, wir sollten echt eine Pause machen. Dein Gesicht sieht aus, als würdest du gleich explodieren. Oh mein Gott, Uli explodiert. Warte, ich rette dich. Finn! Brauchst mir nicht danken. Hab ich gern gemacht. Aber Finn, das mit dem Explodieren ist doch nur so eine Floskel. Ach Tom, lass uns jetzt nicht über Chemie reden. Ich will mich einfach nur ausruhen. Finn, pass auf! Finn, weißt du, was du da gerade getan hast? Ja, ich habe mich hingesetzt. Soll ich dir noch mal zeigen, wie das geht? Toll, was? Das kann ich den ganzen Tag machen. Willst du auch mal? Finn, es wäre noch toller gewesen, hättest du das Schild frisch gestrichen, Farbe noch nass, gelesen, bevor du dich hingesetzt hättest. Ach Quatsch, Nässe macht mir nix. Meine Hosen sind wasserfest. Ja, ich weiß, da könnte man glatt neidisch werden. Nina, du hattest jetzt das Wohnzimmer eine Stunde lang für dich alleine. Jetzt bin ich mal dran. Was so unglaublich Wichtiges hast du denn zu tun? Du hast dich doch schon am Bauch gekratzt. Was machst du denn als Nächstes? Mit deiner Nase Blasen bilden? Entschuldige mal, ich bin ein Profi. Das habe ich schon längst erledigt, als ich mich am Bauch gekratzt habe. Nein, ich brauche jetzt etwas Zeit für mich alleine. Ich muss ein bisschen nachdenken. Nachdenken? Du, tu dir nicht weh. Aber ich will dich natürlich bei diesem einzigartigen Ereignis nicht stören. Bin schon weg.
die glaubt auch alles. Ah, wo seid ihr? Ich kann euch nicht hören! Tom? Tom? Das nennst du also nachdenken. Ich überlasse dir extra das Wohnzimmer und du machst hier einen auf Rockstar. Wie peinlich, werd erwachsen. Aber ich bin doch ein Jahr älter als... Raus jetzt, du Kleinkind. Oh, okay. Der glaubt doch alles.